Willkommen zurück in der Hölle, meine lieben Freunde. Und ihr hört schon, dass da unten richtig die Post abgeht. Postapokalyptisch sozusagen. Da unten sind die Zombies am Randalieren. Ah, die kommen hier nicht hoch auf den Dachboden. Und ich will jetzt hier mal die Nacht verbringen. Ich habe übrigens mehr Fackeln gemacht. Ich habe mir rausgefunden, wie man Fackeln macht. Hier, während ich hier die Nacht sozusagen ausgeharrt habe. Passt mal auf. Ich nehme erstmal das hier weg. Ah, da wollten wir uns ja so einen Aufstieg aufs Dach machen eventuell. Wir können ja mal einfach hier mal gucken. Ich glaube nicht, dass die aufs Dach drauf kommen, oder? Die Typen. Wir sind immer noch in diesem kleinen Dorf. Und ihr hört, da unten geht die Post ab. Ich habe übrigens vor, die Nächte zu überspringen. Und schaut mal, das dauert echt lange, bis ich hier... Mann. Bis ich hier mal so ein Stück Holz rausgehauen habe, ne? Wenn jetzt hier gleich die Zombies reinkommen, dann sind wir natürlich ziemlich tot wahrscheinlich. Essa. Ja, es dauert also saumäßig lange mit der Axt hier so ein Stück Holz rauszukloppen. Ich weiß nicht, ob sich da noch was ändert oder ob das so bleiben soll. Müssen wir mal schauen. Es ist jetzt 2 Uhr und die Sonne geht, glaube ich, erst gegen 6 Uhr oder so auf. Da unten ist echt die Hölle los. Und solange wir hier Lärm machen, wird das auch nicht besser werden, denke ich mal. Aber zumindest haben wir hier die Möglichkeit, rauszuschauen. Und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt mal den Sonnenaufgang gleich an. Bis gleich, wenn es dann wieder hell ist. Ja, meine lieben Freunde, da sind wir wieder. Ich esse gerade ein bisschen Mais, denn ich habe hier eine recht langweilige Nacht hinter mir. Und ich habe auch schon was rausgefunden. Man kann nämlich aus dem Mais, kann man nämlich Samen machen und dann kann man den anpflanzen. Ich habe den mal hier angepflanzt, da. Aber der geht hier natürlich nicht an. Da müssen wir wahrscheinlich erst Land beackern. Und es gibt noch so ein paar Sachen, die ich noch machen möchte. Ich möchte mir nämlich gerne Schaufel machen. Dafür brauchen wir hier diese Stickies. Ich glaube 3 Stück. Und dann bräuchten wir noch etwas von dem... Ah, wir haben kein Crap Metal, also kein Schrott mehr sozusagen. Das ist schlecht. Die Stöcker liegen jetzt hier rum, die können wir auch wieder aufsammeln. Da unten ist immer noch Halligalli. Aber es wird langsam hell draußen. Und ich würde sagen, wir verziehen uns hier mal. Da unten rennt ein einzelner Zombie rum. Mal sehen, ob wir den treffen können. Wow, da war er schon weg. Oh, jetzt geht die Dame schon von dann. Ja, ich würde sagen, wir erkunden heute noch mal ein bisschen hier den Ort. Und werden dann mal schauen, dass wir irgendwie weiterkommen, ne? Ja. Ich würde mal hier am Dach runtergehen. Und nicht gerade durchs Haus. Es könnte aber relativ steil sein. Tja, können wir hier irgendwo anders noch runter? Mal gucken. Weil durch den Hausflur, ich weiß nicht, wie sicher der ist. Das heißt, wir können... Die Leiter könnten wir zumindest erstmal runtergehen, ne? Und dann würde ich eventuell auch mal... Moment. Inventar. Eine andere Waffe auswählen. Das heißt, wir haben die Pumpgun haben wir noch als Waffe. Den Stuhl habe ich jetzt hier mal eingestellt, ne? Da habe ich die ganze Nacht drauf gesessen und den nehmen wir uns natürlich auch wieder mit. Egal. Und dann würde ich sagen, arbeiten wir uns mal hier runter. Mal gucken, ob sie hier unten schon sind, die Brüder. Ich hoffe mal nicht. Ich nehme lieber mal die Pumpgun in die Hand. Aber da haben wir auch kein Magazin. Moment. Und ich hatte ja erzählt, ich hatte eine Fackel gemacht. Hier dieses Ding. Das ist eigentlich ganz cool. Damit kann man so einen Raum ein bisschen ausleuchten. Da unten sind keine Zombies. Das ist schon mal ganz nett. Ich zeige euch das mal, wie man die macht. Das ist nämlich ziemlich einfach. Man nimmt sich einfach hier so Stickies, 2 Stück. Ne. 2 Stickies und packt dann so ein bisschen was hier von dem alten Stoff drauf. Und schon hat man 4 Fackeln, bekommt man da raus. Die nehmen wir jetzt mal und packen uns die auch ins Inventar. Und dann brauchen wir noch unsere Schrotmunition. Die muss auch ins Inventar. Ja, wie schon gesagt, ich habe die ganze Zeit hier Mais gegessen. Das ist nicht gerade nahrhaft. Das heißt, wir müssen Nahrung finden. Wir müssen ein bisschen was suchen. Dass wir was Besseres zusammenkriegen. Mal gucken, ob die hier schon durchgebrochen sind. Nö, hier ist noch alles ganz friedlich. Und ich glaube, wir können hier übers Dach, könnten wir mal versuchen, hier rauszukommen. Na, es ist nicht mehr so steil. Hier würde ich sogar runterspringen. Au, hat sogar ein bisschen wehgetan. Okay, die Zombies sind erstmal weg. Ich würde sagen, wir verziehen uns erstmal hier aus der Ecke. Mal ein bisschen laufen.
Übrigens, meine Ausdauer kann immer nur so hoch sein wie mein, also Ausdauer ist ja der blaue Balken ganz links und der kann immer nur so hoch sein wie mein, Wasser. Also so wie ich nicht mehr durstig bin. Oh Gott. Okay, ich würde sagen, wir gucken uns noch ein paar Häuser an. Rennen jetzt hier von den ganzen Zombies erstmal weg. Und werden uns ein paar Häuser angucken und dann suchen wir uns wieder ein Lager für die Nacht. Da ist so ein schönes grünes Haus. Das könnten wir erstmal in Augenschein nehmen. Da haben sich die Leute auch ein bisschen verbarrikadiert. Zombies sehe ich jetzt hier erstmal keine. Was wir auf jeden Fall noch brauchen, wird Holz sein. Das heißt, ich würde hier erstmal ein paar Bäume fällen. Ja, ich habe mich über das Spiel ein bisschen schlau gemacht und es hat echt 1000 Varianten. Ist echt total cool. Den fällen wir jetzt erstmal ganz locker. Und Bäume können dann auch erschlagen übrigens. Da muss man beiseite gehen. Wow, das war ein richtig großer Baum. Und dann müssen wir mal sehen, dass wir uns irgendwo in nächster Zeit ein Lager suchen. Irgendwo hier in der Nähe des Dorfes am besten. Ich habe ja hier die Map. Und das ist die Map. Und hier sind wir momentan. Und da müssen wir mal gucken, ob wir hier in der Nähe des Dorfes. Man kann die auch so bewegen, die Map. Wir sind also ganz am Rand im Grunde dieser Map, dass wir hier irgendwo was finden. Wir müssen uns also noch ein bisschen umgucken und uns ein geeignetes Haus suchen. Das da sieht doch zum Beispiel auch schon ganz gut aus. Ist das das Haus, wo wir waren? Da kann es ja nicht, ne? Kann es eigentlich nicht sein. Ich würde jetzt mal hinrennen. Mal gucken, was uns hier erwartet. Tür immer wieder schön zumachen. Ah, hier sind schon mal Schränke. Aber da ist überall nichts drin, ne? Ganz schön armselig hier, ne? Okay, da haben wir Painkiller. Das ist ganz gut, wenn man mal mit der Lebensenergie ganz runter ist, dann kann man sich da die Lebensenergie sozusagen wieder auffüllen. Hier ist so eine Kiste. Dann nehmen wir mal alles raus und dann werden wir auch diese Kiste mitnehmen. Müssen wir die abbauen? Oder können wir die so einsammeln? Die können wir nicht aufnehmen. Ah, da kommt schon ein. Oh, da hat er einen lustigen Hut auf. Oh! Auf den Kopf, auf den Kopf, auf den Kopf, auf den Kopf. Alter, wie geht der denn ab? So, jetzt aber Ruhe. Schicht im Schacht. Jetzt, ich glaube, wir hauen hier mal lieber wieder ab. Oh ja, wir sollten hier abhauen, Leute. Und zwar ganz schnell. Was war das denn? Ein fetter Polizeibeamter? Tagsüber sind die Zombies so ein bisschen netter. Aber auch nur ein bisschen, ne? Nicht wirklich nett. Und ich höre schon wieder dieses Flüstern. Kommen wir hier eigentlich rein in diese Garage? Nee, aber vielleicht können wir so ein Garagentor einschlagen. Ja, wir können uns hier Zugang verschaffen. Was haben wir hier? Noch eine Schrotflinte. Sehr gut, das nehmen wir uns alles mit. Und Munition für die Schrotflinte. Das ist doch schon mal gut. Und hier haben wir keinen Schuss. Und wie lädt man jetzt nach? Mit R? Natürlich mit R. Wie in jedem anderen Spiel auch. Lieber Opa Zeron. Wir brauchen unbedingt was zu futtern. Das ist total wichtig. Was zu futtern brauchen wir. Und dafür müssen wir die Häuser hier untersuchen. Das ist echt total wichtig auch. Kühlschrank. Im Kühlschrank ist ja immer sehr, ja, ist natürlich nur Wasser drin, ganz klar. Und nichts zu futtern. Ah, da haben wir was zu essen zumindest schon mal. Was haben wir hier? Ja, auch ein bisschen was zu essen. Denn ich bin in der Let Oh, ich bin in der letzten Nacht fast verhungert. Oh, unser Inventar ist voll. Mist. Mist, Mist, Mist. Ich gehe erstmal nach oben. Oben ist man immer ein bisschen sicherer als in den unteren Etagen. Und jetzt haben wir hier noch ein Bett. Okay. So ein an so einem Tag ist auch nichts dran. Das sage ich euch gleich. Und ich höre schon wieder, dass da irgendein Zombie-Note kommt. Ja, das Dorf ist schon cool, aber es ist auch. Ah, seht ihr, da unten sind nämlich schon die nächsten Personen. Mit einem Schuss in den Kopf tötet man jeden Gegner, egal wie stark der ist. Das habe ich auch rausgefunden. Okay, wir sollten uns noch ein bisschen weiter umgucken. Hier hat man sich schon verbarrikadiert. Ja, Stühle. Toll, ich kann nicht nur Stühle einsammeln. Das wäre ziemlich blöd. Ist das das Haus, wo wir am Anfang waren? Nein, es gibt also eine Menge von diesen hier ist Scrap Metal drin, also dieser Abfall. Die doofen Bücher. Komm, tut mir zwar irgendwie auch ein bisschen leid, aber
Wie werfe ich das weg? Ah, mit Q. So war es, genau. Und wir haben so viel Wasser. Wir sollten echt mal ein bisschen Wasser loswerden. Ja. Okay, und hier die Weizensamen, die können zwar nochmal, also die Kornsamen, die können nochmal wichtig werden, aber die werfen wir erstmal weg. Und hier den einen Stock, den können wir auch wegwerfen. So, jetzt schauen wir uns nochmal ein bisschen weiter um. Ich merke schon, ich komme nicht so voran, wie ich mir das eigentlich vorgestellt hatte. Was ist das hier? Eine Lampe, cool. Wir gehen mal hier rein und senden uns mal hier ein bisschen um. Also wie schon gesagt, wir brauchen unbedingt was zu essen, denn so kommen wir nicht weit. Und wenn es dann dunkel wird, müssen wir uns halt wieder ein Quartier suchen und bla bla bla. Ja, es gibt total viele Möglichkeiten in diesem Spiel. Das ist ein sehr kleines Haus hier übrigens. Ah, hier gibt es einen Keller. Das ist cool. Hier ist ein Keller. Sobald es dunkel wird, werden die Biester auch schneller, ne? Also, oh, da draußen sind schon wieder die Zombies. Und vielleicht sollten wir doch nicht unbedingt in den Keller gehen. Ich nehme mal die Schrotflinte lieber wieder zur Hand. Da ist einer. Na? Und durch laute Geräusche werden die natürlich auch angelockt. Ist nur Wasser drin, verdammt. Ah, hier ist noch ein Rucksack. Ja, das nehmen wir uns mal. Ja, also wie schon gesagt, hier haben sie sich verbarrikadiert. Wir rennen hier wieder raus und gehen mal ins nächste Haus. Wir müssen das hier alles untersuchen. Und wir müssen einmal was essen. Deshalb würde ich sagen, wir gehen erstmal weiter. Können wir noch ein paar Bäume fällen. Da stehen noch Autos, wo wir vielleicht noch ein bisschen was von dem Scrap Metal herkriegen. Und ehe ich jetzt hier verhungere, werde ich mal was essen. Okay. Ja, es geht nämlich schon los. Es geht schon los mit der Verhungerei. So, wir haben hier die leckeren Chili-Bohnen. Die hauen wir uns erstmal rein. Und da seht ihr auch, wenn das jetzt so nicht so gesundes Essen ist, dann kriegt man auch ein bisschen mehr Durst und so. Alles schon sehr cool durchdacht eigentlich alles. Und vielleicht sollten wir auch mal gucken, dass wir vielleicht was jagen. Das werden wir natürlich hauptsächlich im Wald finden. Etwas Essbares, also ein jagbares Wild sozusagen. Wir gucken uns noch mal ein bisschen um. Und ja, mal schauen, wo uns der Weg hier von dem Spiel hintreibt. Also es gibt mannigfaltige Möglichkeiten, das hatte ich ja schon gesagt. Hier treibt sich aber auch gar nichts rum, irgendwie ein Wild oder sonst was. Ich habe schon wieder Hunger. Und ich habe immer noch nicht so richtig zu futtern. Mal gucken, was wir im Inventar noch haben. Ja, wir haben nur Wasser. Wir müssen unbedingt ins Dorf zurück und müssen was zu essen haben. Das ist das Allerwichtigste erstmal. Das ist echt erstmal das Allerwichtigste. Sonst kommen wir hier nicht weit in diesem Spiel. Hier fehlt ein Stamm von dem Baum. Also los, ab ins nächste Haus und dann wird da weitergesucht nach Essen. Weil sonst war es das bald mit unserem schönen Leben hier. So, da ist schon wieder so ein dicker Astronautenkopf. Also hier, ne, so ein... Guten Tag. Mal kurz untersuchen. Vielleicht hat er auch was dabei. Nö, hat er nicht. Nur ein Maurer-Dekolleté nennt man das ja, ne? Das ist dieses schöne Dekolleté da im Hinterteil des Mannes. So, was haben wir denn hier alles? Eine Toilette, da werden wir wahrscheinlich eher nichts finden. Toilette direkt neben der Küche. Das ist super. Wasser. Okay, Wasser haben wir genug, wirklich. Das hier könnte sein, dass wir es essen können. Die blöden Sticks könnte ich erstmal wegwerfen. Ja, wie werfe ich die jetzt weg? Kann ich hier wieder reinpacken. Und wir können hier noch ein bisschen Wasser loswerden. Ah, so viel Wasser braucht doch kein Mensch. Wir müssen uns echt ein Lager schaffen. Weil, hier ist noch ein bisschen Chili-Krams. Das ist auch was zu futtern. Also am Anfang heißt es echt hier einfach nur Sachen suchen. Sachen suchen? Hier ist noch ein bisschen Altmetall. Ja, da muss ich mir mal angewöhnen, immer in diesen Kisten zu gucken. Die nehmen wir uns auf jeden Fall mit. Das sind sozusagen unsere Heiltränke. Hier könnte auch noch ein bisschen Altmetall drin sein oder auch gar nichts. So, geht's hier noch irgendwo nach oben? Das sieht doch aus wie ein Treppenhaus. Ja, ist die andere Seite des Treppenhauses. Heiß, meine Maus hängt gerade so ein bisschen am Gabel. Ich habe das ein bisschen kurz verlegt. Okay, jetzt gehen wir mal hier hoch. Hier sind wenigstens nicht so viele Monster. Und hier ist eine Kiste. Ah, sehr gut. Nehmen wir alles. Nehmen wir auf jeden Fall alles. Essen. Essen ist immer gut. Das heißt, wir werden uns jetzt einmal was reinpfeifen an Essen. Hier ist noch ein Koffer, wo ja auch immer sehr schöne Sachen drin sind. Okay, die nehmen wir uns, den Rest nicht.
Bücher, Bücher, Bücher. Was man mit Büchern machen kann, das ist mir noch nicht ganz klar. Da müssen wir mal sehen, dass wir das irgendwie hinkriegen. Okay, jetzt habe ich hier zwei Dosen Chili con Carne. Die baller ich mir erstmal rein. Noch ein Wässerchen hinterher. Und noch eine Dose Chili. Ah ja, die sind schon nicht schlecht, ne? Aber mein Gott, wie viel ist der denn? Ja, von dem Zeug haben wir jetzt eine ganze Menge. Hier ist überall nichts drin, okay. Nächste Haus. Wir müssen genug Futter für die Nacht haben. Und am besten wäre es natürlich, wenn wir irgendwie noch ein... Ja, hier ist ein Auto. Nehmen wir alles. Hallo, Zombie-Mann. Gucken. Ja, das würde ich auch gern alles nehmen, aber das können wir nicht. Wir brauchen ein Lager. Wir müssen uns irgendein Lager suchen. Da könnten wir natürlich jetzt auf die Karte gucken. Okay, wir sind jetzt hier. Was haltet ihr davon, wenn wir hier mal hingehen? Das wäre in... Ja, hier die Straße runter. Erstmal ein bisschen vom Ort weg. Allerdings können wir hier im Ort natürlich auch am meisten Sachen finden. Das ist halt der Vorteil bei der ganzen Sache. Tja, schwere Entscheidung. Und wir werden überhaupt nie richtig satt, habe ich den Eindruck. Hier ist noch ein bisschen Chili. Da packen wir das Wasser mal weg. Und eine Schrotflinte. Und noch so ein... Ja, die kann man stacken. Das ist ganz gut. Na gut, dann hauen wir uns erstmal noch das Chili in die hohle Nuss. Ja, da. Das, diese... Ah, Moment. Ich komme immer noch ein bisschen mit den Menüs durcheinander. Was ist das eigentlich hier? Können wir das auch essen? Also, ich hau mir erstmal das rein. Und dann nochmal hier lecker. Das geht nicht. Das ist irgendwas anderes. Okay. Gut. Die Map nochmal angucken. Wir sind jetzt genau, da. Ich würde also jetzt hier einmal durch den Ort quer durchrennen, vielleicht noch das eine oder andere Haus untersuchen. Und dann müssen wir uns auch schon wieder fast auf die nächste Nacht vorbereiten. Wichtig ist, glaube ich, schon, dass man in Bewegung bleibt auch. Und dass man immer aufpasst, dass einem kein Zombie in den Rücken fällt. Nee, Quatsch. Hier packen wir mal. So. Und da müssen wir uns echt mal so eine Hütte vielleicht außerhalb des Ortes suchen, weil ich könnte mir vorstellen, dass da vielleicht nicht ganz so viel los ist. Und dann könnten wir immer tagsüber in den Ort gehen. Und uns die, kann ich noch was trinken? Ja, bin eigentlich schon fast nicht mehr durstig. Tags in den Ort gehen und dann ein bisschen die Häuser abklappern. Die müssen wir uns dann auch irgendwie kennzeichnen, welche Häuser wir schon untersucht haben und welche nicht. Da dachte ich, dass man das vielleicht mit der Fackel macht. Hungrig sind wir jetzt nicht mehr so. Das ist schon eigentlich schon ganz cool. Und ich renne jetzt hier mal quer durch den Ort durch und würde sagen, wir gucken uns dieses letzte Haus auf der Seite nochmal an. Und markieren das vielleicht mit der Fackel. Was haltet ihr davon? Warte mal, wenn ich jetzt im Metall gehe und mir hier so eine Fackel nehme. So. Wäre auch interessant mal zu sehen, was passiert, wenn man mit der Fackel einen Zombie schlägt. Aber. Okay, jetzt haben wir hier mich. Quatsch. Blödsinn. Bam. Bam. So kommt man auch in ein Haus rein. Man sollte eigentlich nicht so viel Lärm machen. Okay, jetzt lädt er erstmal schön nach. Das macht er ganz fein. Und, hier haben wir noch ein bisschen Futter drin. Okay. Man kann diese Kisten, die kann man auch craften. Das heißt, wir können uns da später ein schönes Lager bauen. Und dann mit den Kisten können wir da schon was anfangen. Können wir da auch unsere Sachen dann einlagern und müssen nicht immer alles mit uns rumschleppen. Ja, nochmal in die obere Etage. Hier unten war jetzt nichts Besonderes mehr. Die Häuser sind alle ziemlich gleich aufgebaut. Okay, hier geht's raus. Und da geht's hoch. Ja, die Häuser sind alle ziemlich gleich noch. Kleiner Husten schneide ich natürlich hinterher raus. Aber ich denke mal, das wird sich mit der Zeit auch geben, da man ja auch selber Häuser bauen kann. Das heißt, ich hatte auch den Eindruck am Anfang. Okay, nehmen wir alle. Ganz klar. Am Anfang hatte ich auch den Eindruck, dass die Häuser generiert sind und dass die alle gleich aussehen. Aber wie schon gesagt, man kann alles, was hier ist, zerstören. Man kann alles auch... Bett haben wir ja. Haben wir. Drei Stück. Ja, gut. Dann können wir auch noch eins nehmen, ne? Wenn wir schon drei haben. Geht nicht. Okay. Aufs Dach nochmal kurz drauf. Hier könnte man dann auch nochmal so eine schöne Nacht verbringen. Da würde ich den Painkiller für nehmen. Und hier ist wahrscheinlich Altmetall drin. Das nehmen wir auch alles mit. Altmetall brauchen wir noch eine Menge. Ah, gut. Hat das Spiel gerade gehört, dass wir noch Altmetall brauchen. Jetzt haben wir 8. Okay, das ist echt nicht die Welt.
Ah, hier in diesen kleinen Kommoden ist immer schön Munition und Waffen drin. Und jetzt würde ich auch sagen, jetzt gehen wir aus dem Ort erstmal raus. Dieses Haus haben wir mehr schlecht als recht untersucht. Boah, alles. Natürlich. Klar, Leute. Und jetzt gehen wir wieder zurück zur Straße. Rennen wir hier halt einmal ins Haus rum. Und mal zu den anderen Gebäuden da hinten. Ich hoffe nämlich, dass da ein bisschen weniger los ist. Hier ist eine Brücke. Okay, Brücke ist gut. Wir dürfen jetzt auch auf dem richtigen Weg sein. Ja, genau. Und müssen uns aber auch schon wieder beeilen, denn es wird echt bald schon wieder dunkel. Das gibt's doch gar nicht. Ich hoffe, wir haben genug zu futtern eingesammelt. Wenn nicht, müssen wir hier nochmal sehen, dass wir hier irgendwie eins der Viecher, die hier rumlaufen, killen. Denn die geben echt mehr. Von dem. Oh, was ist jetzt? Was war denn das? Boah, die ist da zusammengebrochen, die Brücke. Habt ihr das gesehen? Ja, mal keine Munition für im Menü. Na klar. Okay, hier ist noch ein Auto. Mal schauen. Ah, ist auch noch ein bisschen. Das will ich nehmen. Das und das. Okay. Und ja, noch ist. Oh, ist 19 Uhr. Ach du Kacke. Ach du Kacke. Wir müssen sofort ein Haus finden. Hier ist noch eine Brücke. Boah, Leute. Und da ist ein Maisfeld. Ich habe jetzt echt fast vor. Was geht denn jetzt? Was geht denn jetzt? Was geht denn jetzt? Oh, die ganze Brücke ist zusammengebrochen. Was soll denn der Kram? Okay, das Chili müssen wir mitnehmen. Da hinten ist eine Farm. Und da müssen wir reinkommen. Die Farm werde ich diese Folge wohl auch nennen. Oh, verdammt, es wird dunkel. Ich hoffe, die sind noch nicht so schnell jetzt. Und hier ist so ein Nebengebäude. Vielleicht sollten wir uns das erstmal sichern. Mit ganz viel Mais. Okay, Mais. Ach du Kacke. Was war denn das jetzt? Meine Agilität ist unten. Oh, das wird eng. Ich glaube, wir könnten. Es könnte gut sein, dass wir gleich das Zeitliche segnen. Wo kommen wir denn hier hin zu der verkackten Farm? Au! Warum kriegt man Schaden, wenn man durch den Mais rennt? Ich meine, gut, dann kriegen die Gegner natürlich auch Schaden. Oh, ich sehe schon. Da kommen sie schon angerannt. Okay, wir müssen hier rein. Leute, wir müssen hier rein. Oh, da sind schon alles Zombies. Okay, nach oben. Wo geht's nach oben? Oh, die Farm ist hier schon ganz schön eingenommen. Okay, hier geht's in den Keller. Andere Seite muss ich dann nach oben gehen. Zwangshalber, fast schon. Ach du Scheiße. Entschuldigt meine Kraftausdrücke. Kennt ihr sonst gar nicht von mir, aber ich habe gerade echt Bammel, dass ich hier drauf gehe. Okay. Boah. Hau ab, hau ab, hau ab, hau ab. Nein, 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 nein. Oh, wir sind drauf gegangen. Respawn in einer Sekunde und wir werden irgendwo. Wo sind wir jetzt? Ach du Schande. Okay. Wo sind wir jetzt? In irgendeinem Haus. Haben nichts dabei. Okay. Ah, ist das hier unser Haus? Ja. Ja, Leute, das war ein Satz mit X. Wir kommen hier noch nicht mal wieder hoch. Doch, jetzt auf dem Boden sind wir wieder. Ich mache hier wieder dicht. Ja, mal gucken, was wir jetzt noch haben von unserem ganzen Kram. Mist, ich dachte echt, wir schaffen das in der Farm. Unsere Pumpgun ist weg. Okay, ich mache hier wieder dicht. Wir können hier wieder die Nacht verbringen, sozusagen. Gut, Leute, dann würde ich sagen, die Zombie-Nauten sind schon wieder unterwegs. Ich hoffe, unser ganzes Essen ist jetzt nicht weg, weil sonst werden wir hier noch 20 Mal sterben. Ich verbringe jetzt mal die Nacht und morgen starten wir den zweiten Versuch, vielleicht irgendwo ein Quartier einzurichten. Also, gehabt euch wohl und bis zum nächsten Mal.